So, hallo Full-Idol. Ich habe eben schon ein Video gemacht, aber leider war der Mikrostecker nicht ganz drin und ich habe hier 5 Minuten umsonst gelabert. Aber naja, also ich habe mir jetzt hier eine Tabelle Marken gemacht, um dir erstmal ganz kurz zu zeigen. Du hattest hier einmal Rows drin, einmal ID und die Namen in einer anderen Tabelle. Ich habe das jetzt mal alles hier zusammen gemacht, um dir einmal diese 11 zu erklären. Und zwar hat die nichts damit zu tun, wie viele Einträge hier drin sind. Wenn ich hier jetzt mal beispielsweise 11 Einträge mache, und das erlaube ich mir jetzt mal, weil eben wollte ich es machen und da hatte ich keinen Bock mehr und jetzt habe ich 5 Minuten umsonst gelabert und jetzt mache ich das. 4. Oh, ich kann auch einfach so. Ja, das ist natürlich auch gut. So, das sollten, na, einen noch zur Sicherheit. So, Structure. Da sehe ich nichts, aber hier sehe ich was. Das sind nämlich 10, 11, 12, 16. Das heißt, es geht auch über diese 11 hinaus. Denn diese 11 hinter dem Int hat nichts damit zu tun, wie viele Werte bei der ID stehen können. Also int ist erstmal, also das bedeutet integer. Das ist eine ganzzahlige Zahl, normal von minus 32.000 bis plus 32.000. Hat MySQL ein bisschen verändert, denn hier geht's bis 11 Zeichen. Das heißt, sollte ich jetzt hier versuchen, als ID etwas einzugeben, was mehr als 11 Zeichen hat, und ich habe da jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 eingegeben, was ja 12 Zeichen sind. Und wenn ich jetzt auf Go klicke, gibt er mir eine Fehlermeldung aus. Ich habe nämlich hier eine Zahl zu viel eingegeben. Wenn ich jetzt wieder auf Browse gehe, wird der mir nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1 anzeigen, sondern irgendetwas anderes, was noch gerade im Bereich liegt. Nämlich 214. 1.708 und nee. 2.147.400 2.147.483 Jetzt aber 2.147.483.647. Das ist nämlich das Maximum, was du mit PHP mal Admin reinschreiben kannst. Du wirst da keine Probleme haben mit dieser 11, weil deine IDs waren ja nur 2000er. Also du hattest ja Row immer 1. Ah, verbinden. So, du hattest Rows immer 1. Und dann IDs, ich glaube 2000, 2003, sowas war das ja. Und dann halt eine Marke der Name der Marke in einer anderen Tabelle. Und diese 2000er, da hast du überhaupt keine Probleme, denn es geht wirklich nur darum, wie lang die Zahl ist, nicht wie viele Einträge hier vorhanden sind. Wenn du dennoch meinst, du müsstest diese Zahl eingeben, sowas wie 45 Quadrillionen irgendwas, damit du zum Beispiel 13 Zeichen gebrauchen kannst, dann musst du hier nur auf Change klicken. Und dann musst du halt einen anderen Datentyp für numerische Zahlen, also numerische Zahlen, genau. Einen anderen numerischen Typ auswählen. Zum Beispiel Double, habe ich vorhin gemerkt, der hat fast keine Beschränkung bei der Länge. Wenn ich nämlich jetzt was einfüge, eine ID von, ich gebe es mal hier ein, damit du siehst, wie lang das ist, von dem hier. Und gebe das dann hier ein und drücke mal auf OK, dann kriege ich keine Fehlermeldung. Dann hat der Row-ID 19 da. Das hier ist die Zahl, die hier genauso steht. Und da hat er jetzt keine Probleme. Allerdings, wenn du wirklich sowas machen solltest, was eigentlich nicht nötig tut, weil die ID kann natürlich auch 2015 sein, braucht weniger Speicher und ist schneller. Aber wenn du wirklich sowas benutzt und später mal aus Versehen wieder auf Int umstellst, hast du ein großes Problem. Denn wenn ich jetzt auf Int umstelle und wieder auf Browse oben klicke, siehst du,
dass er hier wieder das Maximum eingestellt hat. Und das geht auch nicht wieder auf 3,222 E plus 91 zurück, sondern bleibt auf dieser Zahl. Das heißt, du kriegst dann die Original-IDs nicht mehr zurück, wenn du dich einmal verklickst. Das ist natürlich so ein Problem, deswegen würde ich das auf ID lassen. Ja, also ich denke, ich habe deine Frage somit erfasst, dass diese 11 wirklich nur die Länge an Zeichen, die du schreiben kannst, ist und nicht die Anzahl, die du wirklich an Marken reinpacken kannst. Und reinpacken kannst du mit PHP-MyAdmin direkt über Insert hier oben. Bei dir musst du halt einmal eine ID eingeben, zum Beispiel 2050, und dann in der anderen Tabelle halt den Namen da entsprechend hinzufügen. Ja, ich denke, damit habe ich das Problem dann erfasst. Sollte das nicht der Fall sein, dann schreib mir doch nochmal eine E-Mail, weil ich habe es jetzt so verstanden, dass du wirklich dich gefragt hast, wofür die 11 ist, aber die brauchst du nicht auf 20 erweitern, sondern kannst einfach oben auf Insert klicken und halt die entsprechende Marke mit der ID hinzufügen und dann auf Go klicken und dann sollte die drin sein. Und dann solltest du auf der Kfz-Seite halt dieses Dropdown-Menü erweitert bekommen. Falls du meinst, wie man diese Einträge mit PHP reinstellen kann, da hast du ja schon das PHP-Gästebuch angeguckt, da sollte das eigentlich auch erklärt sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn es nicht erklärt ist, schreib auch eine E-Mail, dann zeige ich dir das nochmal mit PHP direkt. Ansonsten denke ich, das war's soweit. Und würde mich über einen Kommentar und Antwort freuen. Bis denne. Ciao.